Herzlich willkommen hier beim Rudermästen. Heute ist es schon etwas anders, wie ihr seht. Wir haben hier einen neuen Topf stehen und das liegt ganz einfach daran, dass es heute kein Gericht aus dem Feldhandbuch für die Zubereitung von heißen Speisen im Feld gibt, sondern wir kochen heute ein Gericht, was die Rotarmisten denn eher zu Kriegsende hin gekocht haben, als dann wieder mehr Zutaten vorhanden waren oder frischere Zutaten oder was sie denn in Ruheräumen zubereitet haben. Und das sind Pelmeni. Ich möchte hier natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass es hier hunderte verschiedene Gerichte gibt. Ich bediene mich einer mündlichen Überlieferung eines Rotarmisten aus einem Interview und das habe ich denn soweit für mich aufgeschrieben und werde es jetzt versuchen nachzukochen. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Zutaten. In unserem Kochtopf haben wir hier erstmal 250 Gramm Hackfleisch. Dazu kommt eine Zwiebel, ein Ei, 75 Milliliter Wasser, das sind zwei Becher hiervon fast voll. Ein bisschen Salz fürs Wasser und fürs Hack. Ein bisschen Pfeffer. 200 Gramm Mehl, also eine große Tasse voll. Eine kleine wäre dann mit Berg. Zusätzlich noch ein bisschen Mehl, um das Brett zu bestäuben, damit das nicht alles so klebt. Ein großes und ein kleines Lorbeerblatt. Wir fangen damit an, das Mehl schön auszukippen. Dann kommt hier eine kleine Kuhle rein. Das Ei. Und Wasser. Es wird knapp. Ja. Ein Schluck fürs Rezept, ein für mich. Und noch eins fürs Rezept. Und dann fängt man an, mit einer Gabel das langsam alles zu vermengen. Man hätte jetzt auch die Möglichkeit, wenn der Teig nicht so schnell reißen würde, wie in meinem Fall, dass man die Wurst, die ich hier schon geformt habe, noch ein bisschen dünner ausarbeitet und davon dann immer ein bisschen Teig abschneidet und diesen dann zu den Pelmeni-Plättchen, nenne ich sie mal, formt. Wie gesagt, da mein Teig aber an dieser Stelle zu sehr reißt, habe ich mich dazu entschieden, ihn auszurollen, etwas dicker zu lassen und dann trotzdem Pelmenis hinzubekommen, aber dann halt mit Ausstanzen. Oh,
Землей травой, только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов. Целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Jetzt warten wir noch mal 10 Minuten ab, bis sie schon durchgegart sind und dann können wir auch schon probieren. Ja, nach 10 Minuten ist das Ganze fertig. Das heißt, wir können es vom Feuer nehmen, wenn die Griffe nicht gerade wahnsinnig heiß sind. So sehen sie aus. Also der Teig schmeckt tatsächlich nach Teig. Sie sind nicht wieder aufgegangen, wie ich befürchtet habe. Und mit Fleisch. Sehr schön. Gewürztechnisch vollkommen in Ordnung. Das heißt, jetzt nur noch abgießen. Butter hatte man damals auch schon oft mit dabei. Das heißt, das könnte man auch noch mit über die Pelmenis dann geben.
Und ansonsten saure Sahne oder dergleichen war damals eher selten bis untypisch, dass sie es wirklich dabei hatten. Und dieses wunderbare Gericht wurde inspiriert durch einen Spender, der mir 10 Euro dagelassen hat, dafür, dass ich diese Pelminis kochen kann, aber ohne Alkohol. Das wird natürlich umgesetzt, denn Alkohol ist eh schlecht. Vielen Dank für die Spende, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich es kochen konnte, und bis zum nächsten Mal.